Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit Hut. Heute mache ich mal einen ganz speziellen Test und zwar mache ich das über diese Gitarre. Da seht ihr und beziehungsweise da werden jetzt wahrscheinlich auch die ersten Leute sagen, hey, was ist denn das für eine Gitarre? Die kenne ich ja gar nicht. Guckt mal hier, oben steht nichts drauf. Und zwar, das ist jetzt nämlich heute mal ganz speziell, der Stanley. Stanley ist ein guter Abonnent von mir, mit dem unterhalte ich mich auch des Öfteren auf Facebook, beziehungsweise da ist er auch sehr, sehr aktiv. Und der hat nämlich einen Bausatz gekauft von Harley Benton. Und einen Gitarrenbausatz. Und das ist jetzt quasi das Produkt davon. Und er hat gesagt, hey, ich mache da mal, also er hat in meiner Facebook-Gruppe, hat er dann quasi sowas wie so eine Dokumentation gemacht. Und da habe ich einfach mal aus Spaß gesagt, hey, schick mir doch mal die Gitarre dazu. Also hier zu mir. Und dann werde ich ihm mal vorstellen, werde das mal zeigen, ein bisschen quasi einen kleinen Test machen, ob so ein Bausatz überhaupt auch gut ist und ob man das gebrauchen kann. Und er so, ja, okay, komm, ich schicke dir direkt zu. Und er hat sie mir direkt dann zugeschickt, als ich überhaupt gar keine Zeit hatte. Ja, jetzt gammelt die Gitarre jetzt schon 4 Wochen oder so bei mir rum. Aber jetzt habe ich endlich Zeit gefunden. Jetzt mache ich den Test dazu. Stanley, tut mir leid, dass du deine Gitarre so lange nicht spielen kannst. Aber sie kommt ja jetzt dann bald zu denen. Also ich werde jetzt das so machen wie bei meinen normalen Tests. Wir werden die jetzt ein bisschen analysieren. Wir werden ein bisschen nah an die Gitarre rangehen mit der Kamera und danach wird es einen Soundtest geben. Ja, und dann mal schließen wir ein kleines Resümee daraus. Also, ja, seid gespannt. Sehr, sehr cool. Und wer Fragen hat, kann nämlich gerne. Also ich habe dieses Ganze, also der Stanley, nochmal von vorne. Der Stanley hat mir nämlich ein PDF zukommen lassen, wo er quasi das chronologisch aufgeschrieben hat, wie er die Gitarre gebaut hat. Sehr, sehr gut geschrieben, wirklich Stanley, super top. Und das könnt ihr auf meiner Internetseite, geht ihr hier unter dem Video, seht ihr dann direkt einen Link zu einem Beitrag. Da könnt ihr quasi euch diese PDF auch runterladen und könnt euch das angucken, wie das Ganze dann passiert ist. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ganz nah an die Gitarre ran. So, hier haben wir sie. Wie gerade halt schon gesagt, ihr könnt auf meiner Internetseite, könnt ihr da halt den Entstehungsprozess dieser Gitarre nochmal von Stanley nochmal nachschauen, wie das Ganze jetzt passiert ist. Ich habe jetzt erstmal ein paar Daten für euch. Das ist halt ein Gitarrenbausatz von Harley Benton. Ihr kennt Harley Benton, das ist so die Hausmarke von Thomann. Und verschrien als Billiggitarren. Es ist auch sehr, sehr günstig. Dieser Bausatz kostet hier 98 Euro. Ja. Und der Hals wird halt geschraubt. Das werden wir gleich auch noch sehen. Der Korpus besteht aus Lindenholz. Moment, ich zoome da mal einmal ran. Lindemann wäre stolz auf sich, wenn er so eine Gitarre spielen würde. Lindenholz. So. Lindenholz und die Decke ist gewölbt, wie man das halt so von LPs kennt. Der Hals besteht aus Ahorn, wie man es auch so jetzt kennt. Gucken wir auch mal ein bisschen ran. So. So, ne, der Hals aus Ahorn. Ihr seht da auch schon die Bindings bzw. Bindings drin. Wir haben 22 Bünde, wie man es auch, ich sag jetzt mal, standardmäßig bei der LP hat. Mensur ist 628 mm und eine Sattelbreite von 43 mm, wird wahrscheinlich auch für die meisten recht Standard sein. Ich gehe mal ein bisschen hier hoch. Hui. Ja. So, Tonabnehmer, 2 Humbucker. Moment, wir sliden nochmal runter. So. Jetzt ist es hier nämlich schon, dass sie sagen, ja, Humbucker, 2 Stück. So. Ja, welche Marke, was auch immer, steht da nicht, müssen wir halt akzeptieren. Ne? Das kommt halt durch den Preis, muss man so sagen. 2 Volume, 2 Tonregler, da haben wir sie, zack, jeweils für den Tonabnehmer, 3 Wegeschalter. Da oben, da haben wir den 3 Wegeschalter, Chromhardware, Diecast-Mechaniken, nochmal nach oben, da, ne, und ja, Kopfplatte ist halt normal, sag ich mal, sieht ein bisschen wie Gibson-mäßig aus, oben halt mit der Wölbung, ja. Dann hat der Stanley hier schon hingeschrieben, der Korpus und der Hals werden grundiert mit Porenfüller geliefert, was sich gut zum Lackieren eignet, allerdings nicht zum Beizen. Er hat die Gitarre noch gebeizt, das weiß ich noch, wenn ich zoome einmal raus.
Ich weiß noch, dass er den Korpus hat er zweimal lackiert, beziehungsweise zweimal gebeizt. Einmal war halt seine Tochter, wollte die damalige Farbe nicht und die damalige Lackierung nicht. Und er hat gesagt, okay, dann mache ich dir das nochmal neu. Ja. Er hatte auf jeden Fall in diesem PDF hat er sehr, sehr viel beschrieben, wie er das Ganze behandelt hat, wie er das Ganze lackiert hat und so. Das will ich hier alles gar nicht jetzt sagen und zeigen. Das könnt ihr dann in der PDF mal nachlesen für die Interessierten. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. So, also, jetzt gehen wir mal schön nah an die Gitarre ran. Ihr seht jetzt die Lackierung, die er da gewählt hat. Das ist so bräunlich, vielleicht einen kleinen Stich ins Grünliche, glänzt ein bisschen. Aber ich muss sagen, das Holz, die Lackierung und die Schleifarbeiten, die er da geleistet hat, das sieht wirklich schon echt super aus. Muss man mal so sagen. Also ich habe definitiv schlechtere Gitarren gesehen, die für einen, ich sage jetzt mal, Vollpreis hergestellt werden. Wirklich super. Auch so hier, diese ganzen, die Plastikteile und so, muss man dem Bausatz auch mal zugute tragen. Das sieht ganz gut aus. Hier auch super, hat er das wirklich richtig klasse gemacht. Auch schön, wenn ich hier drüber gehe, ganz, ganz weich. Keine großartigen Lackfehler oder so oder irgendwelche jetzt, dass es irgendwie von der Beschaffenheit her fehlerhaft wäre. Oh. Hier ist halt der für die Elektronik oben, für den Dreiwahlschalter. Hier wurde der Hals halt geschraubt. Hier oben, ja, mal so ein bisschen ran. Hier sieht man halt so Kleinigkeiten. Das ist aber auch vollkommen normal. Und hier auch. Hier sehen wir hier so eine kleine Lücke. Diese Lücke, die werde ich gleich auch noch beim Soundtest, werde ich die nochmal erwähnen. Weil der Hals ist zwar okay, aber die Saitenlage ist nicht perfekt an der Gitarre. Und das lässt sich auf diesen Winkel hier zurückführen. Die Saitenlage ist optimal, also optimaler kann man sie nicht einstellen. Die Gitarre ist schon an manchen Bünden am Schnarren und das lässt sich auf diesen Winkel. Da müsste der Stanley nochmal den Hals nochmal abmachen und hier diesen Winkel nochmal anders setzen. Ansonsten ist das wirklich für einen Bausatz auf diesem Preis, 98 Euro. Ja, hallo, ich habe Tonabnehmer, die kosten mehr. Ist es wirklich schon echt klasse, was dieser Bausatz hier leistet. Ah, hier schön. Das ist auch, wenn ich hier dran rumdrehe, das hat richtig ein bisschen Masse. Das ist richtig massiv und nicht ganz so. Also ich kenne billige Potis, die wackeln und die sind ganz, ganz leicht. Und der hat hier wenigstens ein bisschen Widerstand. Und das haben halt alle vier, haben hier Widerstand. Hier auch die Bridge sieht auch massiv aus. Das ist nicht irgendwie so, weiß ich jetzt nicht. Was heißt Billig-Scheiß, ne? Aber ich kenne auf jeden Fall irgendwie von Billig-Gitarren, ne, irgendwelche Bridges, die sehen einfach auf gut Deutsch scheiße aus. Und das ist okay. Das ist wirklich okay. Kann ich nicht großartig meckern. Auch hier die Tonabnehmer. Klar, das sind irgendwie 0 auf 15 Dinger. Da kann man sich natürlich schöne eigene reinknallen. Dafür ist es, denke ich mal, auch gedacht. Das sind halt irgendwelche Billigtonabnehmer. Aber ich muss sagen, ich habe die Gitarre natürlich schon angespielt und geschaut, wie die Gitarre klingt. Und ich muss sagen, es ist nicht schlecht. Sie klingt nicht schlecht. Sie ist laut genug. Jetzt gehen wir hier mal in die Bindings rein. Beziehungsweise hier in das Griffbrett. Schaut euch mal diese Präzision an bei den Bindings. Hätte ich nicht gedacht. Ist wirklich gut reingesetzt. Ich habe wirklich schon billige Gitarren gesehen, wo die Bindings nicht richtig drin passten oder wo so Lücken drin waren. Das schließt alles nahtlos ab. Das ist echt klasse. So, auch die Bünde. Jetzt hat man bei Billiggitarren immer, wenn man hier in den Bünden lang geht, dann schleift man sich immer so den Finger auf. Hat man hier gar nicht. Die sind gut abgeschliffen hier. Die haben gute. Also sind genau hier an der Kante, sind die genau passend zum Griffbrett. Und hier oben ist die Kopfplatte. So. Die Kopfplatte, ja, macht halt nicht viel her. Man kann sich hier Decals kaufen, die man hier drauf machen kann. Kann man sich natürlich auch Gibson oder sowas oder Fender, keine Ahnung. Aber natürlich, Fender hat keine LPs. Kann man sich auch selber. Ich habe hier Stanley gesagt, hier macht doch hier Stanley Corporation oder so, wäre doch geil. Kann man sich kaufen im Internet. Saiten, beziehungsweise hier den Sattel an. Auch eigentlich okay. Jetzt hier sehen wir so ein bisschen Lack
dass der Lack nicht ganz hundertprozentig ist. Also ist aber auch normal. Also Stanley, bitte, ja, du bist kein Maler und Lackierer. Ich weiß gar nicht, was du vom Beruf bist. Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwas im handwerklichen Bereich, weil die Gitarre ist nämlich schon sehr, sehr gut von dir zusammengeschustert worden. Muss man mal so sagen. Die Mechaniken sind okay. Ich hatte jetzt ein bisschen Probleme immer mit der Stimmung. Kommt aber, denke ich mal, auch von den Saiten. Ich weiß jetzt nicht, was für Saiten du da drauf gepackt hast. Ich habe es jetzt schnell und spontan in deiner PDF jetzt nicht gefunden. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ansonsten würde ich mal sagen, das sind einfach erstmal günstige Saiten, die dabei waren. Falls da welche dabei waren. Ansonsten klingen die Saiten eigentlich ganz okay. Aber die Gitarre muss ich natürlich auch noch ein bisschen einstellen. So, ja, das wäre jetzt eigentlich schon die ganze Gitarre. Ihr seht hier halt diese Lackierung und die Farbe, die sieht super aus. Ich habe auch schon, ich steht halt hier rum und Schüler von mir sagten, hey, was ist denn das für eine coole Gitarre? Und so, ja, die ist selber zusammengebaut worden. Wie? Wer hat das denn gemacht? Ne? Oh, guck mal. Super, sieht das aus. So, wir gehen jetzt mal in den Soundtest rein. Und dann werde ich die mal auf Herz und Nieren auf den Sound prüfen. So, also, hier haben wir die Gitarre. Jetzt machen wir einen Soundtest davon. Ich mache erstmal vielleicht eine kleine Fingerübung. Jetzt ist hier erstmal zu sagen, dass ich, wenn ich hier auf das Griffbrett drauf achte, auf die Saitenlage ist schon etwas erhöht. Vielleicht seht ihr das ja, ne? Deswegen wird es jetzt auch beim Spielen vielleicht ein bisschen unkomfortabel für mich und auch, dass manche Riffs, ich mache mir natürlich immer so Gedanken, was spiele ich vorher, habe ich ein paar Sachen ausprobiert. Manche Sachen haben wirklich nicht funktioniert, die habe ich rausgeschmissen, weil dadurch, dass die Saitenlage ein bisschen höher ist und ich dann runterdrücken muss, kann es manchmal sein, dass dann der Ton ein bisschen schief ist. Auch generell, ich habe noch ein paar Stimmungsprobleme hier bei der Gitarre. So, ich mache mal einfach mal oben 1, 2, 3, 4. Und hier muss ich auch schon sehen, dass ich einigermaßen kräftig und feste drücke. Aber wenn ich das hier unten mal mache, im 12. Mund, und da hört ihr schon hier, hier schnarrt die Gitarre ein bisschen. Hier aber nicht mehr. So, ich kann das Ganze mal hier, wir haben jetzt ja auch Treble gespielt, jetzt spiele ich das Ganze mal vorne. Man hört hier direkt, die Gitarre hat direkt diesen schönen glockenartigen LP-Style. Auch hier oben nochmal. Hier ist mir aufgefallen, ich wollte ein schönes Solo-Lick spielen. Ist mir aufgefallen hier, im 18. Mund habe ich angespielt und dann wollte ich benden und dann hier wird er blind. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, hier, der Winkel müsste jetzt eigentlich einen ganz kleinen Ticken noch so hin. Das Griffbrett sieht eigentlich von der Krümmung her eigentlich ganz okay aus. Es ist hier unten aber nur so, ab dem 15., 17. Mund macht es nochmal so einen kleinen Schlenker. Sollte ich ja nicht gerade sein und dann erst sich so ab dem 12. dann nach oben krümmen. Ne? Es macht hier unten schon so eine Krümmung. Deswegen ist hier unten auch, sind hier diese Bünde blind, weil hier die Bünde unten auf dem 15., 17. sind halt ein bisschen höher und dadurch schnarrt die jetzt. Jetzt kann man das so machen, dass man versucht, den Hals noch ein bisschen einzustellen, Halswinkel, oder man geht hier auch ein bisschen noch an die Bünde ran und schleift die noch ein bisschen ab. Die Bünde sind aber eigentlich ganz okay hier. Und hier im 12. Mund geht eigentlich alles ganz gut. So, schalte ich mal einmal um. Jo. Da. Ja, hier schnarrt's auf jeden Fall. Hört ihr das? Im Sound. Mal gucken. Paranoid.
Ja, oder? Ja, also so Riffs gehen ganz gut, trotz der etwas höheren Saitenlage ist es ganz okay, so mit so Powerakkorden und Rockakkorden. Oder. Da muss man sich schon drauf konzentrieren. Ist doch ganz okay. So, ich merke aber hier gerade, geht die Stimmung gerade wieder ein bisschen flöten. So. Ja, das machen wir noch mal vorne. Jo, das hätten wir. Was wollt ihr noch spielen? Was wollt ihr noch spielen? Ach so, schon mal direkt nach vorne. Auch super, oder? Klingt doch alles ganz fantastisch. Ja, und da wird er blind. Da wird er blind, da wird er blind. Ach so, noch was Cleanes vielleicht? Vielleicht einfach erstmal ein paar Akkorde. Ihr merkt, das passt, das ist nicht 100% gerade. Ich guck nochmal. Ja, die E-Seite ein bisschen. A-Seite müssen wir nochmal. So, nochmal. Aber immer noch nicht so, dass ich sage, hey, das ist super schön sauber, gerade vom Ton. Aber wie gesagt, was will man erwarten von 98 Euro? Yo, oder vielleicht noch. Super, alles klar. Ich denke, das wird jetzt erstmal ausreichen. Die Gitarre ist für den Preis top. Hast du eine sehr, sehr schöne Gitarre hergestellt, Stanley? Verkauf die doch für 598 Euro. Plus Versandkosten. Und wenn ihr sowas auch macht, könnt ihr mir gerne eure Instrumente mal zuschicken, dass ich die mal teste, ja. Oder wenn ihr irgendwie generell, es gibt auch Leute, die bauen Effektgeräte, ja. Ist auch sehr interessant, finde ich auch sehr cool. Oder pimpen die so ein bisschen auf, kaufen sich Original, aber da gibt es so Bausätze und so Tipps, wie man da so ein bisschen mehr noch rausholen könnt. Wenn ihr sowas macht oder Verstärker oder so, schickt mir alles zu, ich stelle das alles vor, ne, habe ich Bock drauf, ja. Super cooles Teil. Könnt ihr euch ja auch kaufen, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Fummeln, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
Was ich immer sagen muss, ich habe selber ein Instrument noch nie zusammengebaut, weil mir die Mühe immer zu viel war. Weil diese 98 Euro ist quasi nur das reine Material. Dann müsst ihr dann natürlich eure Arbeitsstunden noch dagegen rechnen. Ne? Und da bin ich einfach zu teuer. Nein, frag mal Stanley, es ist schon viel Arbeit. Ne? Und es sah aber schon bei ihm sehr geplant aus. Und so, wenn ich das machen würde, weiß ich nicht, wird die Gitarre wahrscheinlich später aussehen wie eine Ukulele auf Crack oder so. Sehr komisch, dann alles abgeschliffen und so. Ne? Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Guckt auf meiner Internetseite, guckt bei YouTube, guckt bei Facebook, schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr Fragen habt, einfach hier unter das Video und so weiter und so fort. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.